Die Fans unter euch werden sicher dieses Detail da hinten wiedererkennen. Sie werden sich erinnern an ein Fahrzeug, was schon viele Jahre her ist, aber was große Emotionen uns allen beschert hat. Und die das nicht wissen, es ist der neue M4 CSL. Das Auto hinter mir ist ein Fahrzeug aus der späten Prototypenphase. Das ist die Vorserie 0. Die Fahrzeuge wurden bereits im Werk gebaut. Wir haben im Prinzip alle Hardware-Bauteile definiert. Die ganze Technik steht, Motor, Getriebe, Fahrwerk. Um was uns jetzt geht, ist die Abstimmung der Softwareanteile. Es gibt die Regelung der Dämpfer, der geregelten Hinterachssperre, Motor, Getriebe, ABS und so weiter. Und dafür sind wir jetzt in dieser Woche am Nürburgring und wollen uns darum kümmern. Ja, wir befinden uns jetzt hier auf einer unserer typischen Überland-Teststrecken hier in der Eifel. Teststrecke in dem Sinne, dass wir uns im öffentlichen Straßenverkehr bewegen, das Ganze auch streng nach der Straßenverkehrsordnung. Rennstreckenerprobungen sind speziell für die sportlichen Modelle extrem wichtig. Das Fahren im Grenzbereich wird dort gemacht und nur dort gemacht. Aber der Kunde hat in den meisten Fällen keine Rennstrecke vor der Haustüre. Deswegen die öffentliche Straße. Unser wichtigstes Testgebiet ist auch da, wo der Kunde fährt. Genau das machen wir hier in der Eifel aus verschiedenen Gründen. Wir haben natürlich die Rennstrecke in der Nähe und wir haben hier eine relativ geringe Verkehrsdichte, was ebenso ein Aspekt ist, wie auch die unglaublich vielen verschiedenen Typen von Fahrbahnen, Fahrbahnbelägen, Fahrbahnanregungen, Profile. Das ist für uns ein ganz breites Spektrum. Es geht nicht um die Fahrdynamik, nicht um den Grenzbereich, sondern es geht um Themen wie Fahrkomfort. Was meldet einem das Auto zurück? Wie präzise und einfach kann ich das Auto fahren? Das hier jetzt ist eine Landstraße, die einiges an vertikalen Anregungen bietet. Ein Fahrzeug, was auf der Rennstrecke schnell ist, muss nicht zwangsläufig auf der öffentlichen Straße bockhart sein. Und der Anspruch ist natürlich, ein großartiges Produkt am Ende auf die Straße zu bringen. Wir haben hier außen 11 Grad, kühler Wind. Wir haben teilweise noch feuchte Fahrbahnen. Der M4 CSL wird ausgeliefert mit einem sehr speziellen Reifen. Das ist der Michelin Pilot Sport Cup 2R. Das R steht für die Verwandtschaft zum Rennreifen. Das Fahrzeug hat natürlich einen straßenzugelassenen Reifen, ganz wichtig, ganz klar. Aber natürlich eine hohe Verwandtschaft, hohe Affinität zum Rennsport. Solche Rennreifen haben im Prinzip auch immer gerne ein bisschen Wärme. Das heißt, je wärmer, desto besser funktionieren sie. Nichtsdestotrotz ist uns wahnsinnig wichtig, auch mit einem jetzt hier völlig kalten Reifen ein Fahrzeug zu liefern, das dem Fahrer eine Rückmeldung gibt, das vorhersagbar ist, um dann am Ende im Gesamtkonzept ein stimmiges Fahrzeug zu haben über alle Einsatzbereiche. CSL hat für uns eine besondere Bewandtnis. CSL steht für Leichtbau. Das Auto wird deutlich leichter werden. Wir hatten da wirklich große Ziele mit dem Auto, die wir auch erreicht haben. Neben dem Leichtbau auch eine Leistungssteigerung, sodass wir in Summe auf der Rennstrecke mit Sicherheit deutlich schneller werden als alles, was wir bisher hatten. Das ist ein großes Ziel. Und mit der Erfahrung aus dem Motorsport werden wir auch in Kürze schauen, dass wir das Ganze in die Tat umsetzen mittels einer Rundenzeit.